Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. No risk, no fun, oder? Meine Meinung, lass lieber die Pros gewisse Dinge machen. Tja, kurz vor Weihnachten kommt diese Folge, nachdem ich in den letzten Wochen mehrere Begegnungen hatte, wo es bei Unternehmen sowas wie Self-Service Analytics gab und das teils eben mit fatalen Folgen. Also ein Beispiel, ein Unternehmen, das ja in etwa fünfstellige Spends im Monat für Werbeanzeigen hat, lief im Prinzip im kompletten Blindflug, hat überhaupt keine Erfolgskontrolle, weil ein Knopf in Google Ads nicht korrekt eingestellt war. Ja? Oder ein anderes Unternehmen hatte Probleme mit dem Content Manager. Also sprich, es wurden Zustimmungen zwar abgerufen, aber nicht in der Art und Weise, die wir empfehlen würden, damit es eine möglichst gute Zustimmungsrate gibt. Und dann gab es auch noch Probleme, dass selbst wenn die Zustimmungsrate einigermaßen hoch war, trotzdem keine Verbindung zu Google Ads hergestellt werden konnten oder dass der Direct Traffic steigt oder. Also es gab diverse Probleme bis hin zum Worst-Case-Szenario, dass jemand meint, dass er den Consent-Status für Analytics und Ads hardcoded implementierte. Entschuldigung für das Nerd-Talking hier, dass dort der Consent-Status quasi schon so eingestellt wurde, dass hinterher nur noch Bullshit rauskam. So, also es gab diverse Dinge, die mich in den letzten Wochen so ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben und wo ich gedacht habe, naja, was ist eigentlich das, was wir den Unternehmen draußen beibringen wollen? Das ist in der Regel, klar, wir wollen enablen, komme ich auch gleich nochmal sicherlich drauf, aber bitte mit Rücksicht und mit Vorsicht vor allen Dingen. Ja. Also, weil woher soll das Verständnis plötzlich kommen in den Unternehmen? Also es ist fehlendes Verständnis oder noch schlimmer eben falsches Verständnis von Daten oder von Technik oder dem, wie man das ganze System einstellt. Und da muss man selbst bei den einfachsten Dingen am Anfang, also einfachsten in Anführungszeichen, jetzt aus meiner Perspektive des Analytics-Nerds in Anführungszeichen, aber man muss halt bei den einfachsten Dingen muss man schon aufpassen. Ja, und das betrifft eben nicht nur die technischen Dinge, wo halt vielleicht mal vergessen wird, einen Knopf zu drücken, sondern es betrifft auch, was die Metriken und so weiter in Analytics angeht. Immer wieder sehe ich auch in den letzten Wochen immer mal Menschen und Unternehmen, die aus irgendwelchen Gründen neue Properties in Google Analytics anlegen wollen und jetzt damit konfrontiert werden, dass Google Analytics V4 standardmäßig voreingestellt ist. Und die dann immer fragen sie, ja, wie kann ich denn jetzt das machen? Wie funktioniert das? Und ich sage halt immer, lass es erstmal noch sein. Ja. Aber das kann ich halt auch nur sagen, wenn die Leute auch tatsächlich fragen. Ja. Und warum ist das so, dass das in Unternehmen teilweise noch fehlendes Verständnis einfach da ist? Oder eben dieses falsche Verständnis? Oder aber, warum die eigenen Leute mit ihren Sorgen im Unternehmen einfach alleingelassen werden? Und das liegt daran, also ich sage immer gerne, der Fisch stinkt vom Kopf her. Die Leute werden allein gelassen mit ihren Sorgen. Und sie werden nicht vernünftig ausgebildet und sie werden nicht in sinnvollen Schritten, in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn du so willst, an Analytics herangeführt, wie zum Beispiel bei uns. Und oftmals ist das dann, oder geht es oftmals einher mit so einer vermeintlichen Erwartungshaltung auf der Gegenseite, ne? Nämlich, dass das von oben kommuniziert wird aus dem Unternehmen, dass man ja irgendwie auch alles selber in der Tiefe können muss. Ja, also ich sage vermeintlich, weil das kann halt auch oft falsch oder nicht kommuniziert werden. Vielleicht stimmt das noch nicht mal, dass das im Unternehmen gefragt ist, aber es kommt eben oftmals bei den Unternehmen oder bei den Angestellten eben so an, dass man eben alles selber können muss. Und naja, das trifft nicht so ganz unser Credo, was ich jetzt sage. Aber also wir wollen ja enablen. Wir wollen ja, dass in Unternehmen eigentlich das Ganze vorwärts geht. Nur eben nicht in so einem Höllenritt, in so einem Höllentempo. Du wirst nicht in einem halben Jahr data-driven, auch wenn mich Till Büttner jetzt dafür hauen wird. Data-driven ist halt kein schönes Wort. Ich mag es auch nicht besonders gerne. Aber ich bin eher der Meinung, du musst Schritt für Schritt lernen, wie du mit Analytics vorwärts kommst. Und nur dann, und wirklich nur dann, wenn du das nicht alleine versuchst, wirst du überhaupt zum Erfolg kommen. Wenn man dich alleine laufen lässt damit, dann wirst du das Internet durchforsten, du wirst 1000 Tutorials versuchen zu schauen, du wirst hier und da mal was aufschnappen. Aber alleine das Thema Content Management,
versucht das mal bitte in den USA zu googeln. Ja? Und da hört es einfach auf mit dem Common Sense an vielen Stellen. Ne? Weil es geht einfach nicht, dass du einfach irgendwo ständig was kopierst und es dir vorher auch erstmal noch suchen musst, um es dir dann quasi so zusammen zu kopieren für deine Website. Ganz gleich, ob das jetzt irgendwie ein Tracking-Code in Google Analytics ist oder ob das irgendwas ist, was im Google Tag Manager stattfindet oder. Ja? Weil ich stelle immer wieder fest, wenn du und deine Leute nicht genügend Ahnung haben von Analytics und nicht genügend Traute haben, sich das einzugestehen, um nämlich dann in der Folge zu sagen, wir wollen es lernen, wir wollen es besser machen, dann seid ihr auch nicht in der Lage, im Internet aus den vielen Tutorials das Bullshit-Bingo rauszuholen. Ja? Und ich stelle dann immer wieder fest, nämlich wenn solche Szenarien passieren, dass Leute laufen gelassen werden ohne Sinn und Verstand, dass dann plötzlich arge Probleme bekommen, ne? Weil sie sich der Tragweite der Daten im Online-Marketing nicht bewusst sind. Oder weil sie vielleicht mit amateurhaften Agenturen zusammenarbeiten, die es ebenfalls nicht verstehen. Nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht lästern, bashen oder sonst irgendwas über fehlendes Wissen. Denn man kann in der Komplexität des heutigen Online-Marketings nicht mehr alles verstehen. Auf einem hohen Fluglevel vielleicht noch, ja? Aber in der Tiefe eben nicht mehr. Das bedeutet, wenn du aber in der Tiefe arbeitest und operativ arbeitest, dann musst du wissen, was das, was du da tust, für Konsequenzen hat. Und dann brauchst du Leute wie uns, die dir eben dabei helfen. Weil du kreuzt hier, das ist ein Riesenspielfeld, du kreuzt technische und vielleicht auch Tool-Skills mit Geschäft. Und ich könnte wahrscheinlich aus dem Stegreif fast hunderte Videos einfach so drehen über das ganze Thema Web Analytics, wie man das mit Business kreuzt und so weiter. Aber das wird dem nicht immer gerecht. Ja, das ist auch nicht immer sinnvoll, das zu tun, einfach nur ein Video zu drehen, einfach um das Video drehen zu willen, sondern es muss ja für dich Sinn ergeben. Ja? Und denk vielleicht in erster Linie mal dran, wenn du an irgendwelchen Sachen am Tracking arbeitest, wenn du im Google Tag Manager was machen darfst, entschuldige bitte, wenn du im Google Tag Manager was machen darfst, ja, dann sei dir der Tatsache bewusst, dass jeder Eingriff, den du da falsch vornimmst, die Datenqualität zum Leiden bringen wird. Und jetzt frage ich dich eine Sache. Was ist, wenn ich dir 1 Million Euro in die Hand gebe und du müsstest mit Hilfe deiner Daten eine Entscheidung fällen für die eine oder für die andere Maßnahme? Könntest du das? Und wahrscheinlich wirst du es nur mit einem schlechten Gewissen können, wenn du häufig an deinem Quellcode rumschraubst und dir nicht sicher bist, wie gut der aktuell schon drin ist. Und dann stört mich immer wieder dieses Ego der Leute, die Fehler dann intern einbauen. Ja, ich meine, jetzt in den letzten Wochen habe ich viele auch gehabt, die ihr Ego weglassen konnten. Aber das setzt natürlich auch ein gewisses Vertrauen in uns einfach voraus. Ja. Aber ich frage dann immer, worum geht's dir denn, wenn du sowas in der Regel irgendwie selbstständig einbaust und ohne Rücksprache? Willst du jetzt, ist das hier so ein Ego-Trip? Willst du dein Ego befriedigen und es drauf ankommen lassen? Oder willst du einfach nur allen beweisen, dass du es selbst drauf hast? Oder möchtest du vielleicht lieber eine schnelle und funktionierende Lösung? Und deswegen frag einfach. Wir können auf so vielen Ebenen helfen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Frag dich am ehesten vielleicht, was würde dein Unternehmen glücklich machen? Und dann lass das die Pros machen. Ja. Schau mal, ein Tipp von uns hier, der kann dir auf der einen Seite super, super viel Geld sparen, weil du vielleicht diesen einen Knopf in Ads gedrückt hättest, ja, und dann eben nicht das Problem hättest, dass das kein Conversion-Tracking mehr funktioniert und dass du einfach nur Geld so rauswirfst. Oder es kann dir auch wahlweise Geld bringen, weil wir eben das meiste schon gesehen haben, was Geld bringen kann. Und wenn wir dir einen Tipp geben, dann kann das wirklich viel Geld wert sein für dich. Ja. Und naja, eine etwas bessere Datenqualität, um jetzt das Ursprungsthema vielleicht nochmal aufzunehmen, kann so eine Entscheidung vielleicht erstmal überhaupt ermöglichen. Also datenbasiert ermöglichen. Deswegen, denk immer dran, wenn du mit Web Analytics arbeitest, das ist kein Spielzeug. Auch wenn das bei vielen so ein bisschen so gesehen wird, so ja, da muss man mal so ein Tool installieren, dann läuft das schon, dann weiß man plötzlich ganz viel über die Website und über die Besucher und wie unsere Kampagnen performen und so weiter. Aber in den allermeisten Unternehmen ist noch nicht mal State of the Art, dass man UTM-Parameter benutzt, um seine Kampagnen klar zu kennzeichnen. Es ist oftmals noch nicht mal klar, woher die Leute kommen, die bei uns auf der Website sind. Und dann geht es noch weiter, dass nämlich im Tracking-Code rumgeschraubt wird. Ich habe neulich wieder einen Tag-Manager-Container gesehen, da waren, glaube ich, 300 Tags drin. Und ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen und ich denke nur so, meine Güte,
kann man das vielleicht auch mal in strukturiert machen. Wenn man dann nach sowas fragt wie, gibt es hier eine Dokumentation dazu, dann erntet man oftmals nur so Fragezeichen über den Köpfen oder Kopfschütteln oder sowas. Und ich denke mal, es kann doch nicht im Sinne des Unternehmens sein, so ein Asset wegzuwerfen, so ein Asset einfach liegen zu lassen. Das ist eine Wertschöpfungsmaschine, wenn man mit Analytics arbeitet. Da kannst du doch nicht hingehen und einfach sagen, ach du, das ist mir auch, eigentlich ist mir auch egal. Ich lasse die Leute damit so ein bisschen rumspielen, sowas wie. Das ist so Brot- und Spieletechnik. Aber wenn du wirklich an Wertschöpfung interessiert bist, wenn du als Unternehmer dein Unternehmen weiterbringen willst und nicht einfach nur irgendwas machen willst, dann interessier dich mal für das Thema Daten und bring deine Leute in die Verfassung, mit Daten vernünftig arbeiten zu können. Das kann ja nicht wahr sein, weil du lässt sie einfach laufen und dann machen sie irgendwas. Und es ist nicht mal böse gemeint, weißt du? Aber es ist fahrlässig. Lass sie mit den Pros reden. Ja? Es ist einfach nichts, was, ja, das muss Außenstehende nicht genügen. Also uns als Agentur ist dein Analytics, nein, egal ist uns das nicht, weil wir wollen dich halt besser machen. Ja? Aber du hast das innere Interesse daran, dass dein Analytics gut läuft, weil du damit Werte generieren kannst oder Kosten sparen kannst. Ja? Also denk mal drüber nach. Weil letztendlich Analytics macht das sichtbar, was ihr erschafft. Wenn ihr Kampagnen startet, wenn ihr Dinge verändert auf der Website, also Dinge vorwärts bringt, dann ist Analytics das Tool, das es sichtbar macht, ob das gut war oder nicht. Und damit seid ihr in der Lage zu lernen oder als Unternehmen einfach besser zu werden. Und wenn ihr mal verstehen wollt, wie das geht und welche Schritte ihr dabei gehen müsst, dann melde dich jetzt mal bei uns für ein kostenfreies Erstgespräch an unter www.metrica.de. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn du dabei wärst und wenn du lernen willst, wie man mit Analytics was vorwärts bringt und dass es auf gute Datenqualität ankommt. Die kann und wird nie perfekt sein. Das kann ich dir auch so schon sagen. Aber man kann sich dem nähern. Und man kann sehr viele Dinge sehr viel besser und richtiger machen als das, was beim Out-of-the-Box-Denken in der Regel passiert. Oder wenn du deine Leute einfach auf irgendwelche Tutorials losschickst, die bei YouTube in Hülle und Fülle zwar zu finden sind, aber keine Struktur haben und so weiter. Nein, lass dir einfach helfen und dann geht das ganze Ding auch viel, viel schneller und zielgerichteter. Und es geht vor allen Dingen nicht nur um irgendwelchen Technikkram, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie du strategisch das ganze Thema bei dir vorwärts kriegen kannst. Okay, würde mich freuen, wenn du dich meldest. www.metrica.de und dann hören wir uns in der nächsten Folge von Die Sendung mit der Metrik wieder. Mach's gut, bis dahin.